Und wir sind auf dem PC. Ja, hin und her gesprungen. Ne? Erst die ganze Zeit PlayStation 1, dann Xbox Classic. Und jetzt sind wir auf dem PC. Und wir bleiben erstmal auf dem PC bis zum American Wasteland. Ja, das war der letzte Teil. Und Project 8 gibt es theoretisch auch wieder zwei Versionen von. Für Xbox, beziehungsweise für deren Generation. Und natürlich für die nächste Generation, ne? Xbox 360 PS3. Oh, ich weiß gar nicht, gab es da Poja noch irgendwas? Oder ging das dann schon los mit diesem komischen Plastikboard? Keine Ahnung. Und da kommt ja nachher sogar ein Pollux Postgame, den habe ich noch nie gespielt, ne? Den fünften Teil. Aber ich habe ja leider nichts Gutes über den gehört. Gang, 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 gang. Und mir ist aufgefallen bei der Trainingssession hier, dass dieses Spiel hier gar kein Mehrfachprofil hat. Also man kann keine mehreren Karrieren starten, sondern es gibt nur eine Karriere und man kann ja auch keinen Namen geben. Wow. So, gucken wir mal, was gibt's denn hier alles für Typen? Wir haben Tony Hawk hier, das können wir irgendwie nicht ändern. Haha, wer hätte das auch gedacht? Wir können dir einen Hut, eine Brille geben und auch ein anderes Shirt geben. Okay, stumpfe Scheiße. Gehen wir mal zurück hier. Schuss geht da. Wen ist denn hier alles drin in Tony Hawk's Pro Skater 3? Steve Carabello, Caballero, die Fresse, ey. Karen Campbell, Rune Clifberg, die kennt man ja eigentlich alle, ne? Die waren auch alle in den vorigen Teilen drin, Eric Kosten, Becky Lasek, Bam Margera, Rodney Mullen, Chad Muska, Andre Reynolds, Geoff Woolley, Elisa Steamer, die gibt's ja, doch, seit dem ersten Teil gibt's die ja schon, Jamie Thomas, eigener Skater. Ja, und das war's. Wen, Frage, wen nehmen wir denn, ne? Nehmen wir guten alten Toni? Nehmen wir einen guten alten Toni. Wir wissen ja, was seine, was er alles so kann, so ungefähr, ne? Also, dass er eben ganz am Anfang total scheiße Uli hat. Also, scheiße hochspringen kann. Also, nicht scheiße hochspringen kann. So. Ja, und ich habe das Spiel ein bisschen modifiziert, wie man merkt, ne? Also, erstmal hier fucking 4K und dann noch HD-Texturen. Aber nicht jedes Level hat HD-Texturen. Weil die Mod, die er mal gemacht hat, die wurde nicht vollständig beendet. Aber naja, das ist wahrscheinlich auch fucking viel Arbeit, vermute ich mal ganz stark. Und das Lustige ist sogar, diese Version, die ich hier habe, ist komplett deutsch. Komplett. Das heißt, nicht nur die Texte hier sind alle deutsch. Nein, die reden auch alle deutsch. Aber ich glaube, es gibt nur zwei oder drei Sprecher. Also, ja, merkt man das. Aber das Budget in der Hinsicht war wahrscheinlich auch ziemlich begrenzt. Ich wollte sagen, red Deutsch, los! Aber Deutsch war das nicht wirklich. Du hast hier nichts zu suchen. Ich schuld dir was. Ah. Weil du es geschafft hast, die Ventile nicht zu öffnen. Oh, easy, easy alles hier. Oh. Stimmt, Statistikpunkte liegen ja auch einfach. Ja, schweben hier einfach durch die Gegend so ungefähr, ne? Oh, no, kein Wahlreit. Du sollst einfach einen Grind machen. Grind. Und ab hier den Teil haben sie ja den Re wird eingeführt, ne? Aber der war ja sogar in der PlayStation 1-Version, wurde der eingeführt. Aber ich sag ja, der Port von der PlayStation 1-Version ist gar nicht mal so schlecht. Im Gegensatz zum vierten Teil, der katastrophal war. Keine Ball! Ja, jetzt fehlt mir noch Skate und jede Menge andere Dinger. Ich wollte sagen, wie komme ich denn da ran? Ja, einfach nur. Einfach nur hochspringen. Hui. Da denkt man auch natürlich, weil ich jetzt so alle meine Tony Hawk-Teile betriebsbereit gemacht habe, so ungefähr, dass der vierte Teil dann auch irgendwelche HD-Texturen hat oder Mods oder was ich. Aber nein, lustigerweise, der hat keine. Also für Tony Hawk's Pro Skater 4 haben sie keine gemacht. Keine Mods. Na los, ich will daran grinden. Weil das ist auch eine Aufgabe. Ja, ich bin zu langsam. Ja, ich brauche Statistikpunkte. Ich habe noch welche eingesammelt, aber. Was? Ich brauche Statistikpunkte. Denn er ist zu langsam und zu. Ja. Er springt nicht hoch genug. Muss ich ja schon Bonus machen hier. Boah, ich dachte, er bleibt da oben. Kann ich noch irgendwas machen? Punkte? Schaffe ich das in der Zeit? Ich glaube nicht. Gerade mit den Scheiß-Statistikpunkten schaffe ich das nicht. Ah. Profi-Score abgeschlossen. Aber Dings gibt es hier noch nicht. Hier die. Ich kann mich zwar schon drehen, wenn ich Manual mache, aber eben die Tricks gibt es noch nicht. Oh Mann, ich wollte kein Doppelding machen. Reif
fürs Cover. Yeah, Kanada. Oh, versteckte Tape. Ach, mach den Vorarbeitern das, Gott. Die Aufgabe habe ich ja völlig vergessen. Ja, weil es die ja nur dir gibt, ne? In der vorigen Fassung gibt's das ja nicht. Ja, er braucht viel höhere Sprungpower. Ja, speicher bitte. Das mit dem Controller hier, also ich spiele jetzt gerade mit Xbox 360 Controller, aber irgendwie hat das irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Er hat ihn zwar anerkannt, aber ich konnte nichts einstellen, wie der sich bewegt. Das heißt, ich brauchte das Programm Joypad und musste eben den Controller-Tastatur-Befehle zuordnen, damit ich das eben ohne Probleme jetzt spielen kann. Das geht auch erst ab Underground 1, dass ich nicht mehr dieses Tool brauche. Der unterstützt dann standardmäßig den Controller. Und dann kann ich auch eben das Digipad und den Analogpad zuordnen. Das kann ich hier nicht, warum auch immer. Wahrscheinlich war das eben damals einfach anders funktioniert mit den uralten Controllern. Deswegen geht das damals und mit denen geht das eben nicht. Ah, keine Ahnung. Was fehlt mir denn jetzt noch? Ach ja, Punkte, ein Statistikpunkt. Oh, ach ja, und das Ding muss ich noch grinden. Toll. Wären auch noch wieder noch 22.000 Punkte gewesen. Grind ich das Ding jetzt, aber dafür brauchen wir Punkte. Geht das schon? Nein, das geht ja auch noch nicht. Hallo? Ah, das Ding ist weggefahren. Über den Kessel. Komm. Komm. Blödes Teil. Hui. Ich hab nichts gemacht. Saublöd. Nichts mehr raus hier. Verdammt. Es kommt. Schnell. Oh, irgendwie komisch. Wie kommen die auf die Idee, eine Gießerei hier als Level reinzumachen? Naja. Ist der Tony Hawk, ne? Na, vorher hast du in der Schule geskatet oder. Was ist denn noch geskatet? Bei Underground 2, bei Tony Hawk's Pro Skater 2. Naja, eigentlich auch nur auf offenem Feld. Die haben ja keine ausgedachten Levels gemacht, obwohl, naja, das Toro-Stadion, das war auch irgendwie ein bisschen ausgedacht, oder? Eigentlich schon. So, wo ist der letzte Statistikpunkt? Ist der versteckt oder ist der so öffentlich, dass ich ihn nicht sehe? Keine Ahnung. Wir machen mal auf Lauf beenden. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas fehlt. Ich hasse das. Muss ich immer einmal mit der Maus klicken? Ja, weil das sogar noch eine Maussteuerung hat hier. Ja, frag nicht, mach es! Zielfilme? Alles Ziel erfüllt, okay. Ich würde sagen, fehlt nur ein Statistikpunkt und ich sehe ihn! Ich sehe den, wow, ich sehe den! Statistikpunkt. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Ich glaube, der war. Naja, der war richtig behindert, weil du musstest. Erstmal eine Stufe höher. Und dann hier rüber. Hui, und dann. Hier hoch! Ah! dann das Ding hinkriegen. Mann. Alles ist hier total easy, ne, in den Level. Nur das Ding haben die so knüppelhart versteckt. Die haben sie ja wahrscheinlich auch gedacht. Für den Profi! Ah! Aber ich bin ja kein Profi. Nur weil man das Spiel mal durchgespielt hat. Verdammte Scheiße. Nur weil man das Spiel mal durchgespielt hat. Gib doch Ruhe! Nur weil man das Spiel mal durchgespielt hat, heißt nicht, dass man ein Profi ist, ne? Was? Ah, Mann, ey, das war doch. Oder bin ich einfach zu schlecht, um da hochzukommen? Also, statistikmäßig wieder. Dann bin ich ja fast wie im Tony Hawk's Pro Skater 2, diese eine blöde Markise. Wo du nur hochkamst, wenn du voll aufgetürmt bist. Ja, ganz Ruhe geben da unten. Ist auch so ein bisschen nervig hier mit den Typen, ey. Das haben sie dann wieder umgeändert im vierten Teil. Also nicht, dass sie alle wieder Englisch sprechen, sondern eben, dass sie auch die Fresse halten. Die ganze Zeit irgendwelche komischen Kommentare hier abgeben. Oh Mann, ich bin doch keine. Nein! Ja, oh, ich springe immer zum falschen Zeitpunkt. Conny! Ich weiß, ich kontrolliere dich, aber. Kann man ja merken hier, ne? Ich bin nicht schuld. Ja, geht doch. Fick dich, Statistikpunkt. So, gib ihn mir.
Level fertig. Ja, du mit den Initialen, das ist sowieso egal. Mann, jetzt, was fliegt denn jetzt durch die Gegend? Irgend so eine scheiß Mücke oder so. Piss dich, ey. Kaum wird es ein paar Grad wärmer, kommen wieder diese Pissmücken. So, jetzt kommen wir zu einem HD-Level. Kanada. So, jetzt können wir mal durchgeben. Rio, Suburbia. Wohl Airport ist auch ein komischer Platz zum Fahren, ne? Aber die wollen die auch alle aufhalten. Also auch wieder so halbwegs logisch. Und sonst, Skate Island gibt's Sinn. Los Angeles gibt auch so halbwegs Sinn. Suburbia, Kanada. Das ist wirklich nur das erste Level hier, total sinnlos. Man sieht, dass es ein HD-Level ist, ne? Haha, eben schon den Loading-Screen und hier die Texturen. Viel schärfer. Aber laut Beschreibung sollen die trotzdem Vanilla sein. Eben Vanille hat die. Begrabe den Idioten. Beeindruckt die Skater. Stumpf ist das mit den Mellen darüber. Das habe ich immer gedacht früher. Wo ist das? Wo ist das? Ich finde das nicht. Das ist da, wo du direkt startest. Ich bescheuere dich. Lustig ist, den HD-Fix, den ich hier drin habe, weil das ist ja mehr oder weniger einfach nur ein Widescreen-Fix, der macht auch automatisch, dass die Lieder in random Order kommen und nicht einfach nur stumpf hintereinander. Weiter so, immer noch beim Aufwärmen. Das kannst du doch besser. Ja, kann ich auch. Ich weiß gar nicht, reicht das, wenn ich immer das hier mache? Hast du einen Sponsor? Ja, das scheint schon zu reichen. Und was ist mit denen? Verschwinden die dann einfach? Wow! Und wo ist noch einer von denen? Da hinten, glaube ich, oder? Sind da zwei? Statistikpunkte, Statistikpunkte. Wenn die einfach so rumliegen, nehme ich sie gerne mit. Hier ist einer. Reicht das? Boah, voll verrückt. Ich habe einen ganz normalen Grab-Trick gemacht. Verrückt! Ja, es reicht. Das ist dumm. Nett! Was machen wir denn noch? Melon über den Dings hier ist easy, den Typen befreien ist easy. War alles easy hier, den Typen begraben ist auch easy. Ja, weil ich das alles kenne, ne? Ja, das ist ja easy. Einfach nur, flupp. Du Scheiße! Falsche Trick! Ich habe auch links gedrückt. Was nach rechts? Nach rechts! Nein, das ist Cannonball. Also nach links. Ja. Da, da war der Melon, aber er hat ihn zu spät gemacht. Arsch! Das ist manchmal ein Digipad. Du denkst die ganze Zeit, du drückst richtig, dabei drückst du irgendwie noch gleichzeitig zu runter oder so. kann ich noch irgendwas machen? Dings einsammeln hier, in Statistikpunkt. Hier war doch noch irgendwo einer. Hier war doch irgendwo noch einer, hallo? Meine ich doch da oben. Los, 3, 2, 1. Hui. Gerade noch geschafft. Oh, haben wir ja ganz schön viel geschafft, ne? Highscore, ist egal. Gerade in Idioten, beeindruckend Skater. Neues Level freigeschaltet. Ja, fehlt noch die Score und das versteckte Tape. Ist das schwer. Naja, ich sag ja, ne? Das Spiel habe ich wirklich, keine Ahnung, auch millionenmal durchgespielt. Auch die PS1-Fassung. Aber hatte ich auch nicht so eine Probleme. Auf PS1. Endlich! Ah, ich glaube, habe ich nicht gesagt, dass bei Tony Hawk's Pro Skater 3 ich irgendwie rausnehmen müsste? Oder war das ein anderer Tony Hawk Teil? Ach nee, das war bei Need for Speed gewesen, ne? Oder? Ah ja, genau, bei Need for Speed war es gewesen. Irgendwo, wo The Prodigy drin war. Und The Prodigy ist auf YouTube nicht okay. Warum auch immer. Mal diese alten Rocklieder hier. Ich hoffe mal, die gehen durch. Ja, wenn nicht, dann habe ich ein großes Problem. Dann müsste ich die irgendwie rausschneiden oder irgendwie so hinbekommen, dass YouTube es nicht erkennt. Und bei Musik ist das sehr, 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 sehr schwer, weil YouTube erkennt irgendwie immer hier Musik. Ah! Komm mal, da oben ist das versteckte Tape. Ja, wir müssen das jetzt Switch aktivieren. Dann kommen wir auch da oben und da ist dieser bescheuerte Typ, der die ganze Zeit lustig runterpinkelt. Lustig ist, er kann nicht viel sagen. Er sagt immer nur, ah, oder ich pinkel Eiswürfel. Ah. Yeah, so, alles geschafft. Ach ja, wir brauchen noch Punkte. Oh, Punkte. Oh, meine Punkte hier.
Hier oder da hinten? Ach doch, das geht hier sogar. Aber hier ist es noch ein bisschen anders. Scheiße. Aber hier ist es noch ein bisschen anders. Dass, wenn du grindest, diese Übergänge machst. Das haben sie gedacht. Ich dachte immer, die haben es erst im vierten Teil eingeführt. Aber im vierten Teil haben sie es offiziell eingeführt. Weil hier ist es eben ein versteckter Kombo. Genau wie Double Kickflip und so weiter hier auch versteckte Kombos sind. Mann, ich will doch nur darüber. Oh, komm schon. Kann doch einfach neu starten. Fick dich. Buh, jetzt bin ich ja drüben. Geht ja um nix hier. Ja, wenn man das... Oh, ich wollte sagen, wenn man das weiß, dann kann man hier ordentlich Punkte machen. Versteckter Kombo, versteckter Kombo, versteckter Kombo. Hau ab, du scheiß Mücke. Ah! Drecksvieh, ey. Mein Gott. Und wenn du das Ding gleich versuchst zu jagen, dann findest du das Vieh nicht mehr. Dann versteckt sie das wieder in irgendeiner Kackecke. Mein Gott, ey, diese Viecher, ey. Oh, Mann. So, kannst auch drehen hier. Ui, drehen, drehen, drehen. Profi-Score abgeschlossen. Oh, manchmal weiß ich aber nicht. Manchmal macht er das, manchmal macht er das nicht. Mit dem Grind. Aber jetzt macht er zum Beispiel nicht mit dem Grind. Obwohl ich drücke, ich drücke doch gerade. Aber es reicht trotzdem. Hammer-Score. Alle Ziele erfüllt. Danke, ich weiß gar nicht. Gab es in jedem Level hier ein Deck? Ich muss mal suchen. Da oben oder so war das Versteck gewesen. Ne, ganz oben. Warte. Kamera. Genau. Jetzt rennt er hier die ganze Zeit in die Gegend. Ich sehe hier nichts mehr rumfliegen. Ah, ich glaube, das Deck war da oben versteckt, wo das Tape war. Müssen wir auch jedes Mal das Ding wieder aktivieren? Ich glaube ja. Oder? Nein, muss ich nicht. Oh, okay, sehr gut. Wäre auch nervig. Los, umdrehen. Ah. Cool. Nein, das will ich in eine andere Richtung. Ja, da ist es doch, oder? Ich kann es nicht sehen. Ah, okay. Muss ich dann da weiter skaten oder was? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es in dem Level auch gar keinen Deck. Weil wenn ich hier oben gucke... Ich kann ja leider die Kamera nicht bewegen, aber... Ich glaube nicht, dass ich irgendwie hier... Nö, da oben ist nichts. Levelziele einsehen, alle Ziele erfüllt. Yeah. Ja, habe ich auch alle Statistiken eingesammelt? Ich weiß es nicht. Gibt es keine Möglichkeit, das einzusehen? Aber hier fliegt nichts mehr durch die Gegend. Also denke ich mal, ich habe alles. Wenn mir ein Statistikpunkt fehlt, weiß ich, dass ich nicht alles habe. Ich glaube, in dem Spiel kriegst du auch nichts, wenn du alle Ziele machst. Dann musst du hier theoretisch nur eben alle Levels schaffen. Und dafür brauchst du nicht alle Ziele. Glaube ich. Wenn doch, dann... Ja, wir können das Level jederzeit besuchen, ne? Weil ich habe gerade keine Ahnung, ob hier noch irgendwas ist. Hosch. Neuer Spezialslot freigeschaltet. Level wechseln. Warum willst du mal die ganze Zeit auf mich gehen, du Drecksding, ey? Ich will Blut. Ich will Blut. Gib mir dein Blut. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss spielen, du Wichser. Ah, die PS3. Die PlayStation. Ah, nein, die PC-Fassung, die ich hier spiele, die haben sie auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, finde ich. Die haben ja auch gedacht, wir haben die Next-Gen-Fassung, aber wir machen es nicht auf eine DVD, sondern auf eine CD. Damit es günstiger ist, wahrscheinlich. Da haben sie die Videos so richtig hart runterkomprimiert. Selbst auf PlayStation 1 sehen die besser aus und hören die sich besser an. Die Videos. Und auch so denkst du, why? Aber naja, das haben die wahrscheinlich, die mussten sich aber daran halten. Oh Mann, ich will doch nur Punkte machen. Das Komische ist auch, es gibt zwar einen No-CD-Crack für dieses Spiel, aber er funktioniert nicht, weil er nur für die englische Version funktioniert. Zum Glück hat dieses Spiel aber einen absoluten simplen CD-Check, der eben, ja, funktioniert. Ohne es zu quäcken und auch nicht rumheult, wenn du irgendwelche anderen Programme drauf hast oder was weiß ich. So wie bei den ganzen anderen Kopierschützen, die danach kamen. Die dann irgendwie rumheulen. Du hast dein CD-Emulationsprogramm auf dem Rechner.
Oder ein Programm, was virtuelle PCs machen kann. CD-ROM-Laufwerke. Dann heulen die gleich rum und starten die deswegen nicht. Deinstallieren Sie bitte es und dann können Sie das Spiel spielen. Deinstallierst es und trotzdem kannst du das Spiel nicht spielen. Aber naja, wie gesagt, das Spiel hat einen ganz simplen CD-Steck, deswegen funktioniert das mit meiner originalen CD. Ich weiß auch nicht, ob das in der Standardversion so war, dass das Spiel so ein ganz bisschen denglisch ist, aber ich glaube, das gehörte so. Sie nicht wirklich alles deutsch übersetzt haben, sondern fast alles. Und selbst wenn, das nicht in der Originalversion so ist, stört es mich auch nicht. Aber die Probleme habe ich ja auch in der nächsten Version nicht mehr gehabt, ne? Weil die ab der nächsten Version ist alles wieder englisch. So, reicht das? Kann ich Statistikpunkte einsammeln? Oh, nur 91. Und trotzdem der Beste, weil die alle nur 87 haben. Oh, ich hatte alles. Ups. So, 1 von 5. Da hinten war noch einer. Einer ist hier sogar richtig gut versteckt. Das weiß ich noch. Da musst du in irgendeine Seitengasse hier rein. Ach, da oben ist auch einer. Wie komme ich denn da hin? Der Lion hier. Dum. Komm, das war doch. Das war doch. Stimmt, das Level ist auch ein HD-Level, ne? Da schiebt man ja einen guten Texturen hier. Wow. Irgendein Level, ich glaube im Airport war das. Da sehen einige Texturen so richtig gut aus. Haben sie richtig Mühe gegeben. Naja, okay, die haben sich für alles Mühe gegeben. Müsste man eigentlich so fast zeigen, so sieht das Original aus und so sieht es jetzt aus. Aber ich glaube, so Vergleichsbilder hatte er auf der Internetseite gehabt, wo du dann auch so siehst, ja, es ist eigentlich alles Vanilla-mäßig geblieben. Das wollte er auch so, der wollte das Spiel nicht verändern, ne? Oh, komm! Oh ja, gut, 31,8. Ich trotzdem gewonnen. Die Vorstadt. Das beste Level, wie ich finde, in dem Spiel hier. So, Menü überlängs. Speichern, ja. Und ich will nochmal versuchen, weil ich den Rest dann sammeln will. Neuer Wettbewerb. So, irgendwo war doch... Ah, da, genau hier. 4 von 5, einer fehlt noch. Gleich am Startpunkt. Ist immer so... Startest du zwar immer, aber du guckst nie zurück, ne? Das ist schon bei vielen Videospielen, Sidescrollern, wo du nur nach rechts gehen sollst. Wenn du dann einmal nach links gehst, dann ist das ein Geheimnis. Meistens. Oh nein, furchtbar. Ja, ich weiß, ist mir doch egal. Ich habe schon gewonnen. Ich muss nur einmal gewinnen.